Okay, geht's jetzt hier oder wird's gestreamt? Hallo, okay, ich sehe mich, ich sehe mich. Das ist mal was Neues. Hallo, ich bin im Fernsehen. Nein, 16 Uhr. Der Livestream ist jetzt eigentlich offiziell. Beginnt er jetzt? Ja, wie nennt man das? Facebooker? Nee, ich poste kurz nochmal was. Ich bin ja hier der Poster-König allgemein. Ich poste jeden Scheiß. Manchmal rege ich mich da selber drüber auf, aber. Ach, los, was schreiben wir denn? Los geht's hier. Komm, klein, klein, fein, kurz und ja, posten wir den Link. Und dann geht's auch los. Ist mir egal, ob hier jemand zuguckt oder nicht. Ich weiß, ein Zuschauer ist es auf jeden Fall. Das ist schon das Gute irgendwie. So, jetzt ruck ich das mal dahin. Das kommt. Ach, halt die Klappe, Pokémon. So. Dann gucke ich mal. Jetzt muss ich eigentlich im Prinzip nur noch im Minütchen warte ich noch eine Minute und dann geht's hier im Prinzip auch gleich los. Ich versuche immer das Fenster des Spiels so ein bisschen nach links zu rücken, damit ich den Chat noch im Auge behalten kann, falls hier überhaupt was geschrieben wird. Man muss, glaube ich, angemeldet sein, um jetzt irgendwie eine Nachricht zu schicken. Finde ich jetzt eigentlich persönlich totaler Schwachsinn. Aber ja, hallo Kamera. Die Kamera ist übrigens auf dem Ventilator platziert, deswegen finde ich das immer so witzig, wenn ich das Ding angucke. Ich spreche eigentlich, wenn man es so nimmt, mit einem Ventilator. Wie sieht's denn jetzt mit der Audioqualität aus? Kommt da was rüber gut genug oder gibt's da noch was zu bemängeln? Also schreib's einfach mal hier in den Chat oder. Sehr gut, ist immer gut. Also, ich würde sagen, wir fangen an. Ich blende die Cam jetzt aus, ne? Das muss ja nicht sein. Und, ha, wunderbar. Und los geht's hier mit dem ersten Game im Livestream. Wir spielen. Tadadata! Wir spielen Pokémon. Und zwar steht hier Pokémon Rubin Edition. Ist aber, wenn man so sieht, nicht unbedingt wirklich jetzt die Rubin-Edition, denn es gibt hier einen kleinen Unterschied. Und den Unterschied werde ich jetzt erstmal. So, erstmal drücke ich Start. Der Unterschied ist. Ja, interne Batterieverbrauch, bla bla bla. Der Unterschied ist, dass es zwar die Rubin-Edition ist, aber. Jetzt kommt das Aber. Es ist eine gehackte Version. Ich bedanke mich da ganz herzlich bei dir, Magic and Delta. Für diese Rubin, diese gehackte Rubin-Version ist extra dann für mich gemacht worden. Und ja, das finde ich total super, dass ich das jetzt spielen kann. Eine eigene Version so angepasst und das ist doch mal was Cooles. Ich gehe mal auf ein neues Spiel. Ich glaube, das war so ein Pokémon, ne? Neues Spiel anfangen. Und dann schaue ich mal. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Ach so, ja, dich kenne ich noch. Aber jeder nennt mich Professor Pokémon. Was? Professor Pokémon? Okay. Wusste ich jetzt gar nicht mehr. So, auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als bla bla bla. Mensch, Herr Birk, du hältst dich ziemlich lang mit deinen Gesprächen hier. Wir klicken den. Einfach mal, wir lesen noch ein bisschen und dann klicken wir den weg. Der erklärt uns jetzt im Prinzip, wenn ich das so richtig sehe, erklärt er uns jetzt die Pokémon genau, was es denn für Pokémon gibt und Pipapo alles. Bist du ein Junge oder ein Mädel? Ja, ich bin, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ein Junge. Also klicke ich doch mal auf Junge. Neuer Name, ach Roland, nee, tut mir leid. Helga heiße ich auch nicht. Krangis wird jetzt, glaube ich, nicht hinpassen. Ich schaue mal. Ich glaube es nicht. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. CHA. Nein, das will ich gar nicht. CHA. LP schreibe ich jetzt einfach mal. So. Wie sieht es denn mit der Flüssigkeit aus? Kommt das ungefähr so hin oder gibt es da jetzt Problemchen? Einfach reinschreiben in den Chat.
Ah, du bist also Chalp. Ja, ab heute bin ich Chalp. Ab heute heiße ich Chalp. Du heißt Chalp und bist gerade nach Wurzelheim, mein Heimatort, gezogen. Bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuerträume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon, bla bla bla. Ist immer dasselbe, ne? Ach ja, ich kann mich. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Jetzt ist man in so ein Laster und zieht um. Man ist jetzt nach Wurzelheim gezogen und dann geht's los. Dann soll man wahrscheinlich erstmal zu dem Professor gehen. Und mit. Ach so, ja. Wäre schon schlecht, wenn ich jetzt. Oder wäre schon gut, wenn ich jetzt rauslaufen würde. So, wunderbar, Mutter. Wir sind da, Schatz. Mein Schatz, okay. Die Fahrt im Unzugswagen ist bla 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 bla. Nun sind wir im Wurzelheim. Bla 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 bla. Wie gefällt es dir? Du bekommst ein Ananana. Okay. Wie sieht's denn jetzt mit der Flüssigkeit aus? Es leckt hier irgendwas, weil ich habe das Gefühl, dass es hier doch schon ganz schön leckt. Ansonsten müsste ich das kurz mal irgendwie pausieren und da was ändern. Also in den Chat schreiben, sonst kann ich auch nichts dran ändern. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Ich krieg's da nicht mit. So. Ach, hier, Mucki Mike und der große Peter. Wartet mal, ich pausiere mal kurz. Ich muss ja immer mal den Check. Kurz, aber ansonsten läuft es für sich. Ansonsten passt es okay. Das ist schön. Jetzt können wir spielen. Was ist das, unser Zimmer hier oder wie? Das ist eine Nintendo GameCube. Ja, die hatte ich auch mal, aber. Ein Game Boy Advance ist angeschlossen und dient als Controller. Ja Mensch, warum ist denn da ein Controller angeschlossen? Kann er nicht einfach hier beim PC über Emulator spielen? Geht doch auch. Schaltet den PC ein. Was möchtest du? Ach so, ja, gut. Ich möchte jetzt nichts am PC machen. Ich möchte jetzt einfach mal weiterlaufen. So, wir spielen jetzt die erste halbe, dreiviertel Stunde spielen wir. Ach so, ich soll mich hinlegen. Okay. Nee. Was hat denn die gelabert hier? Soll ich Fernsehen gucken oder? Ja, ach, stell bitte die Uhr in dein Zimmer ein. Okay, ja, ist gut. Wenn ich nicht lese, dann. Die Uhr ist stehen geblieben. Stell sie besser ein. Wir haben es 16 Uhr. Ach, ach komm. Komm, wir haben es. Ab jetzt haben wir es einfach mal. Enemenemu und raus, Biest. So, hier. Lassen wir so stehen. Und da kommt die Mutter auch wieder. Was willst du denn? Wie gefällt dir dein neues Zimmer? Ja, wie gefällt mir denn mein neues Zimmer? Ja, könnte besser sein. Aber ich würde meinen, wir klicken das mal weg. Denn wir wollen ja noch ein bisschen Pokémon-Fights erleben hier. Wird jetzt übrigens öfter im Livestream kommen, dieser Hack. Was will sie jetzt da? Da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, ach ja, die wollen uns, glaube ich, hier nicht spielen lassen. Die wollen uns mit allen vollklatschen. Gerade war der Fatih im Fernsehen. Schön. Schön, dass der Fatih im Fernsehen war. Ich bin auch im Fernsehen oder so ähnlich. Internetfernsehen. So. Oho, Mensch, nimm doch mal ab, du. In jedem Pokémon-Teil siehst du so aus. Ganz ehrlich, nimm mal ab. So, wo ist denn jetzt der komische Professor? Professor, hallo. Bist du Prof. Nee, du bist das nicht. Kann ich wieder rausgehen? Okay. So. Muss ich zu dir oder.
Oh, hallo, wer bist du? Punkt, 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 Punkt. Oh, du bist Schalb. Ja, Schalb, unser neuer Nachbar. Hallo, wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Okay. Dann gehe ich da mal hoch. Ach, und das ist jetzt das Weib, welches ich hätte auswählen können. Bei guter Gesundheit und so weiter und so fort. Ach, sie liest, okay. Wer bist du denn? Punkt, 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 Punkt. Ach, du bist Schalb, du bist neu hierher gezogen. Ich bin Michael. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ebenfalls. Ich habe diesen Traum mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Okay, warum will man mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft schließen? Also, macht mir schon Angst. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fati doch helfen, ein paar Pokémon zu fangen. Wir treffen uns später. Nee, glaub mir, wir treffen uns nicht. Glaub mir. Wird nicht passieren. So, aber wo kriege ich denn jetzt mein Pokémon her, mein erstes? So, so, wo bist du denn, liebes Pokémon? Ne, da unten war ich schon, da war der Bekloppte drin, oder muss ich... Ich kann am Ende dieser Straße jemanden schreien hören. Okay, ich hätte mal. Hilfe, Hilfe! Ach so, gut, der wird gerade verfolgt. Hilfe, da drüben, bitte Hilfe! Ich meine, ach so, okay. Sein Beute ist jetzt Blume, Knofensa, Schlammslimer und ich nehme mal Rettern. Übrigens, was hier auch gut ist in diesem Hack, es wurde einfach, die wilden Pokémon wurden verändert, zum Beispiel. Das ist eines der Dinge, die jetzt im Hack anders sind. Die wilden Pokémon verändert. Ein paar Evolutionen ein bisschen anders gestaltet. Und ansonsten, das andere erzähle ich euch alles noch in den Livestreams, die zu dem Pokémon-LP kommen. Aber nochmal Dank an Magic Delta. Okay, jetzt bekämpfe ich erstmal hier das Fifi-Kampf. Und wir wickeln es ein in unseren Bann. Okay, hat jetzt nicht so viel. Und doch, doch, das ist doch was. So, Überreste von... Wunderbar, meine KP füllen sich auf. Das ist ja gut. Das ist ja gut, das gefällt mir schon mal. Tackle, Mensch, was willst du denn mit deiner Tackle-Attacke? Wir machen dich fertig. Da gibt's überhaupt nichts zu reden. Füllt einige KP auf. Ist das immer so bei den Pokémon, dass das ein paar KP auffüllt? Ich kenne mich da ja nicht aus beim Pokémon. Also nicht so extrem. So, aber hier, das Pfiffchen ist gleich tot. Und dann freut sich der liebe Professor, weil er dann nämlich weiterleben darf. So, und jetzt kommt die letzte Attacke von Rettern gegen Pfiffchen und das Vieh ist einfach mal tot, würde ich meinen. Rettern erhält 15 E-Punkte. Auch Erfahrungspunkte genannt. Puh, ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Oh, du bist doch Chalp. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit. Okay, wir kommen in dein Pokémon-Labor. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt, aber wie du eben gekämpft hast. Diese Gelassenheit. Ja, danke, ich weiß doch. Ja, nicht zu danken, dass ich dir geholfen habe. Und das Rettern darf ich jetzt behalten. Du heißt jetzt... Du heißt jetzt... Mal sehen, ob das hinpasst.
Mal schauen. Ich glaube, es passt sogar hin. Ja, du heißt jetzt Minecraft. So, wo ist das F? Ach, hier oben. So, T hier und... So, mein neues Pokémon Minecraft. Wunderbar. Erfahrungen sammelt, bla bla. Das ist ja immer das, was bei jedem Pokémon irgendwie am Anfang ist. Man bekommt irgendwie ein Pokémon durch irgendein Ereignis und dann geht's los hier. Dann wird man ein großer Pokémon-Trainer. Ich soll Maike suchen. Ja, wir suchen sie mal. Großartig. Maike wird sich darüber sehr freuen. Ach, sie soll mir beibringen, wie man ein Pokémon-Trainer sein soll. Ha, ha, ha. Sehr abwertend hier. So, mal schauen. Route 101. Wir gehen gleich mal ins Gras oder kommen ja da sowieso durch. Und dann gibt's auch das erste wilde Pokémon, denke ich mal. Bin gespannt, welches. Schön. Dich töten wir doch, oder? Los, Minecraft! Minecraft kommt und... kommt nicht, um zu verlieren. So. Ein Volltreffer, ja, okay. Das kenne ich immer noch aus den Pokémon-Teilen, die ich hatte. Ich hau das Pokémon so voll weg. So, zieh die Hälfte der Lebenskraft ab und dann steht meistens aber da, dieser Treffer war nicht sehr effektiv. Und da frage ich mich, wo ist da der Sinn? Warum soll der Treffer nicht sinnvoll sein, wenn ich doch... Ich verstehe es nicht. So, 4 Zuschauer sind wir. Das ist doch schon mal... Das ist doch schön. Mehr als ich gedacht habe. Ich meine, das ist der erste Livestream. Es ist nicht unbedingt viel Tamtam drum gemacht. Aber Mensch, das wird mit der Zeit auch besser. Minecraft setzt Wickel ein. Apropos Minecraft, schreibt mal einer rein, was ich dann nach Pokémon jetzt noch spielen soll, hier. Ich spiele ja nicht die ganze Stunde lang Pokémon, wäre ja dann auch Schwachsinn, obwohl der Hack eigentlich richtig gut ist. Ich glaube, da werde ich auch viel Zeit mit verbringen. So, Wickel. Das Vieh kann nur Wickel, okay, dann muss ich wieder warten, bis ich irgendwie eine neue Attacke... Hallo, warum kommt das Vieh jetzt schon wieder dran? Attacke von Minecraft ging daneben, na schön. Ich glaube, man kann hier im Chat nur schreiben, wenn man hier angemeldet ist. Das ist irgendwie auch blöd, finde ich. Hätte man eine andere Lösung finden sollen, hier irgendwie Guest oder 121 schreibt das und das. Das wäre auch gut. Wir haben schon wieder gewonnen, Mensch. Wie in jedem Spiel, wir gewinnen nur. Oder wir vergessen Diamanten. Alter, was ist denn das da, Raupi? Ach, du bist... Nee, komm, siehst nicht schön aus, Raupi. Deswegen muss ich dich leider jetzt einfach mal so quer weghauen. So ganz brutal. Aber ich kann ja wieder nur Wickel einsetzen. Mal sehen, man... Also ich habe jetzt noch kein Pokémon gesehen, was ich wirklich fangen wollte oder so. Bis jetzt Raupi mag ich nicht. Das andere mag ich auch nicht. Raupi ist irgendwie so... Ja. Guckt euch doch an, das Vieh. Attacke von Minecraft ging daneben. Das ist nicht gut. Ach, Raupi, du hast auch nicht getroffen. Das ist gut. Kann ich jetzt wieder treffen. Und durch dieses Item... Hat mir der liebe Magic Delta mal reingeschrieben. Durch dieses Item Überreste füllen sich meine KP auf. Also wenn dieses Pokémon jetzt Überreste trägt, dann füllen sich die KP auf. So, und ich habe mal wieder getroffen, ne? Ist ja mal ein Wunder. Überreste von Minecraft. Das liest sich so witzig, ganz ehrlich. Ich überlege schon den Namen fürs nächste Pokémon. Aber erstmal trainieren wir das hier ein bisschen. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich auch außerhalb des Livestreams den Hack spiele, mir dann Pokémon fange und... Ja, im Livestream allgemein dann öfters zeige ich halt dann gerade, wo ich bin und wir spielen dann wieder ein bisschen. So habe ich es jetzt eigentlich geplant. Sag mal, das Raupi ist ein bisschen
zäher als das andere Pokémon, wie ich gerade sehe. Aber nichts dafür nicht auch wegkriegen. Puh, ich hasse die Abkürzungen immer bei Pokémon, denn meistens weiß ich gar nicht, was die dann eigentlich bedeuten. Angriffskraft und Defensive, sowas verstehe ich noch, aber wenn dann da Init von Minecraft sinkt steht, weiß ich schon wieder gar nicht, was gemeint ist. Liegt eigentlich daran, dass ich mich nicht viel mit Pokémon-Spielen mehr beschäftige. Ich habe es früher so oft gespielt. Init von Minecraft sinkt. Was könnte das jetzt bedeuten, verdammt nochmal? So, kleine Zwischeninfo also nochmal am Rande. Heute Abend gibt es ein kleines Slender-Let's Play, beziehungsweise, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Sanatorium. Sanatorium-Let's Play, was es genau damit auf sich hat, es ist nicht Slender, also nicht direkt. Schaut einfach heute Abend mal vorbei und dann wird sich das im Video aufklären, wobei es sich um Sanatorium handelt. Erstmal muss Minecraft Raupi töten, bevor es ins Sanatorium geht. Ach Mensch, das bringt dem Vieh doch gar nichts, hier die ganze Zeit meine Kräfte zu senken. Am Ende ist es jetzt sowieso tot. Minecraft erhält 22 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Wunderbar. Und wir laufen mal weiter durchs Gras, bevor wir hier vom nächsten Vieh angetackelt werden. Ich schau mal, hier, komm. Schwester Joy, du kannst mal meine Pokémon heilen. Es sind so unglaublich viele, ich verliere da den Überblick bei den Pokémon, also bitte heile doch mal. Dankeschön, ne, dass du meine 200 Pokémon hier geheilt hast. Komm jederzeit wieder vorbei. Gerne, gerne, meine Gute. So, ich sollte jetzt irgendwo zu der Maike hingehen. Weil ich gehe mal in den Markt, ne. Ich kaufe mir mal was. Haben die Pokébälle? Getränke oder Pokebälle? Trank. Trank ist gut. Aber gerne doch. So, wir kaufen uns mal... Na, wir wollen es nicht gleich übertreiben. Wir kaufen uns mal 5 Tränke. Ach, sind 6, ist egal. Kaufen wir jetzt 6 Tränke und einmal Gegengift. Wunderbar. Und das andere lassen wir erstmal weg. Tschüss, mach's gut. Bitte komm bald wieder. Mensch, das sagt jeder Verkäufer. Nee, das sagt jeder Verkäufer im Pokémon. Bitte komm bald wieder. Wenn man zu den allen wiederkommen müsste, dann wäre das ein kleines Problemchen. Was bist denn du? Funker? Oh, guck. Guck, das ist jetzt so ein Pokémon, das gefällt mir. Jetzt habe ich aber kein Pokéball, oder? Ich glaube, ich habe kein Pokéball, also kann ich das Vieh auch nicht fangen. Das ist so ein Pokémon, das würde ich gerne fangen. Es gefällt mir schon wieder. So, ich guck mal, habe ich wirklich kein... Ist ja klar, am Anfang dürfte ich eigentlich kein Pokéball haben. Ist ja... Naja, dann töte ich es halt. Obwohl es mir dann auch wieder leid tut. Wann bekommt man denn hier den ersten Pokéball, wenn ich mal fragen darf? Brüller? Okay, dann hat sich mein Pokémon jetzt aus dem Staub gemacht, weil es Angst hat oder wie? Okay, coole Attacke, wusste ich gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Ich wusste immer, dass man sich selber aus dem Match flüchten kann. Aber dass man das andere Pokémon dazu einbringen können, wusste ich nicht. Funkano, komm. Du setzt doch 100% setzt du wieder Brüller ein und dann sind wir wieder weg. So, ich glaube, ich weiß auch schon, was wir gleich als nächstes spielen. Ich denke mal... Slender oder Mario? Schreibt's rein, falls hier irgendwer einen Account hat oder... Pipapo, schreibt's rein. Slender oder Mario? Ich überlasse das vollkommen hier den 4 Zuschauern. Oder sind's noch 4? Sind's noch 4? Ich muss mal gucken. Ja, es sind noch 4 Zuschauer. Obwohl 3 könnte auch eher hinkommen. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt selber auch als Zuschauer sehen. Glaube ich nämlich. Ach, und da ist die Maike. So. Tür zu, Tür auf. Besieg Maike. Texttempo kann ich umstellen? Ja, wusste ich gar nicht. Ach, die okay. Vielen Dank für die Aufklärung hier im Chat. Gefällt mir. Bla bla bla, bla bla. Ich laber sowieso nur Scheiße. Interessiert niemanden. Und jetzt willst du gegen mich fighten, ne?
Komm, den Fight ziehen wir noch knallhart durch hier als letztes. So, was haben wir denn? Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Michael. So, kommt, ich möchte es wissen. Slender oder Mario, was wollt ihr haben? Slender oder Mario? Die letzte Entscheidung. Slimer ist auch nicht schlecht. Slimer ist auch ein gutes Pokémon. So. Wir setzen wieder Wicken ein. Und töten das Vieh damit. Nee. Ach, jetzt denkst du, weil du dich versteigerst, kannst du deine Verteidigung. Ja. Bringt dir auch nichts. Ich drücke eigentlich permanent auf A. Das ist meine Strategie bei Pokémon. Permanent auf den A-Knopf drücken. Und dann gewinnt man irgendwann. Das ist so. Ich sag's doch gerne nochmal. Slender oder Mario? Aber wahrscheinlich werden. Ich weiß nicht, der Magic Data ist wahrscheinlich der einzige hier, der einen Account hat bei Own TV. Und dann ist. Ja. Falls ein anderer zuschaut hier, Facebook, schreibt runter. Mario oder Slender, schreibst runter. Ja, ist dann besser als der Chat. Slender oder Mario, ja. Slimer, Gegner setzt bla bla bla. Überreste Minecraft füllt wieder die KP auf. Ich glaube, ich greife noch einmal an und dann gebe ich dem Pokémon hier mal ein Item. So. Mensch, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Überreste, wie viel haben wir denn jetzt noch? Wie viel KP? Ich glaube, ich nehme jetzt doch mal hier was aus dem Beutetrank. Pam. Wunderbar. Na, welches Pokémon soll ich denn sonst heilen? Ich habe nur Minecraft. Haha, seid ihr witzig. Wisst ihr was? Ich spiele einfach Slender und Mario. Slender ist ein relativ kurzes Spiel. Von daher geht das. Und Mario... Ach, ich will doch keinen Trank. So, das ist gleich tot hier, das Pokémon. Obwohl es eigentlich relativ langsam die KP verliert, ist das dann eigentlich auch wieder scheiße. Aber Slimer ist Level 5 und Minecraft ist Level 5, von daher... Ja, wäre als Starter sinnvoller gewesen, da Red dann erstmal nur blöde Angriffe hat. Mensch, hier, das wird doch Pimp My Rattan, wird das doch hier. Ich brauche ein Pokémon, was ich pimpen kann. So. Och, Slimer, bist du tot? Es tut mir jetzt aber sowas von überhaupt nicht leicht. Minecraft erhält 796 Erfahrungspunkte. So, Slimer ist Level 6 und Spiele besiegt Pokémon-Trainer. Ach, wir kriegen ja Geld dafür, habe ich schon fast vergessen. Bla 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 bla. Nun wird es an der Zeit, zurück ins Labor zu gehen, okay. Und ich laufe hier auch zurück ins Labor, aber erstmal speichere ich. Das war's erstmal für Pokémon hier, würde ich meinen. Möchte sogar das Spiel speichern. Bekommt Rattan ab Level 13 einen guten Angriff. Na siehst du, das ist doch gut. Sag ich doch. Pimp my Rattan. So, jetzt werdet ihr erstmal Pam ohne Bild sein. Und dann kann ich nämlich jetzt schon wieder das nächste vorbereiten. Ihr habt jetzt einen schwarzen Bildschirm, hört mich aber noch, da ich jetzt schon wieder das nächste Game hier versuche einzuladen. Das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig, denn ich weiß nicht, wie das mit Slender klappen soll, ob ich Slender im Fenstermodus ausführen kann. Müsste aber gehen. So, ich gehe mal in meinen Ordner und hier ist schon der Slenderman. Sopala, hier ist der Slenderman und danach kommt Mario. Danach kommt der liebe Mario. So, wenn ich jetzt noch irgendwie mitbekommen würde, wie Slender im Fenstermodus öffne. Ach, hier steht's ja. Wunderbar, hier ist sogar die Auflösung, in der wir spielen.
Und ich meine, der kleine Gruselspaß kann beginnen. So wunderbar. Der Slenderman. Wird Zeit, meine Stimme wieder etwas zu senken. Powered by Utility. Start Game. Parsec Production. So ist. Presence. Slender! Ja, juhu! Was für ein lustiges Spielchen. Mal schauen, ob wir diesmal alle 7 Seiten bekommen oder 8 Seiten. 8 Seiten waren es, glaube ich. Und ich weiß es nicht, ob wir die jetzt bekommen. Ich weiß nur, dass wir eine Taschenlampe haben. So, dann schauen wir doch mal. Wo ist denn jetzt die erste Seite? Ich weiß das nicht mehr ganz genau, wo die jetzt... Die ist hier vorne dran irgendwo. Ich finde es dann auch, ehrlich gesagt, die Version, also das ist ja jetzt Version 0.9.6, die finde ich ein bisschen blöd. Weil durch den Nebel sieht man einfach danach nichts mehr. Man kann nichts mehr erkennen. Und von daher ist es dann irgendwie blöd gemacht. Aber naja, was soll man machen? So, wo haben wir dich denn, lieber Slender oder lieber Zettel? Da hängt er schon und eine wunderbare Zeichnung eines Hobbits. Ja, das ist ein Hobbit. Und das Spielchen kann beginnen. Wir können rennen, habe ich ganz vergessen. Tralalalala, tralala, tralala, tralalalala, Cholera. Hallo, lieber Slenderman, wo bist du denn? Vielleicht macht er mir um die Uhrzeit auch weniger Angst, als wenn ich nachher dann Sanatorium spiele und hochlade. Weil abends ist das ja immer eine andere Sache, ne? Man kann große Spiele so spielen, man kann sie abends spielen. Das ist dann immer relativ... Ich weiß nicht, warum ist das eigentlich so, dass man abends mehr Schiss hat als die Dunkelheit und bla und blub und... Man kennt das. Wir schlendern eine Runde durch den... Was? Oh! Ja, schönen guten Tag, junger Mann. Okay. Ich drehe mich gar nicht mehr um. Wo sind wir denn? Wir sind an den Fässern angekommen. Und wir schauen. Hoffentlich steht er jetzt nicht um irgendeine Ecke drumrum. Follows. Lala. Nein, lieber Slender, du kommst jetzt nicht irgendwo her. Ich mach mal das Licht aus, vielleicht ist das besser. Ihr werdet zwar jetzt relativ wenig sehen dadurch. Ich sag mal, besser als gar nichts. Ne, besser, dass uns, als dass uns der Slenderman dann holt. Ich weiß auch gar nicht, warum der Stream heute ein bisschen laggy ist. War beim Test gar nicht so. Aber ja, das kriege ich nächstes Mal richtig in den Griff. Und heute ist ja der erste Livestream-Tag. Da muss das nicht unbedingt so doll sitzen. Und so viele, denke ich mal, werden sowieso nicht zuschauen. Von daher ist es dann auch Ringelpiez mit Anfassen. Ja, hallo, lieber Zettel, wo bist du denn? Ich habe ja jetzt schon ein ganz dummes Gefühl, wenn wir hier rumlaufen. So, hier bist du auch nicht. Und buh.
ist er denn? Bist du denn hier irgendwas? Hier ist der Zettel. Always watch, no eyes. Ach nein, lass es sein. Verdammt nochmal, lass diese Musik weg. Ich hasse es. Dieses paranoide, das ist das, was dem Spiel dann auch irgendwie den Grusel verleiht. Diese ganze Soundkulisse. Von daher. So. Ah, okay. Hier wollte ich hin. Hier sind diese Totempfahle oder diese Bäume. Diese Baumteile. Und hier muss irgendwo ein Zettel sein. So, wunderbar. Hier haben wir dich. Dieser Zettel war noch nie ein gutes Omen. Hilf mir. Hört sich auch nicht vor. Und irgendwo ist er. Ich drehe mich mal um. Ich sehe ihn jetzt gar nicht. Ich laufe auch vor die Bäume. Ist nicht so schlau. Und mach direkt mal das Licht aus. Bloß das Problem ist jetzt, ich suche... Ja, den Punkt habe ich nicht gesucht, aber... Hier müsste auch ein Zettel sein. Oh! Okay, 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 komm. Komm, wir sind Freunde. Vergiss das nicht. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also von daher... Hör auf, mich zu verfolgen. Hä? Hier muss doch ein Zettel sein. Ist tatsächlich kein Zettel. Oder ich habe ihn nicht gesehen. Auf jeden Fall muss ich dann hier weg. Sonst kommt der Slender uns holen. Aber ich muss sagen, diesmal erstaunlich lang, dass wir eigentlich hier drin sind. Weiß gar nicht, ob wir es überhaupt schon mal so lange geschafft haben, ohne von den Idioten gekrallt zu werden. Was? Wo bist du? Okay, er ist doch schon ziemlich nah hinter uns und ich erkenne gar nichts mehr auf dem Bildschirm. Ich glaube, ich renne jetzt geradewegs in meinen Tod und bekomme es nicht mit. Weiß jemand, wo ich bin? Okay, das war's. Ach, okay, der hat uns also wieder bekommen, der liebe Slenderman. Diesmal bei 4 Seiten und ja, das ist nicht schön. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ganz anders. Dass wir jetzt schon verlieren, Mensch, das ist traurig. Und jetzt geht es direkt weiter mit Super Mario World. Letztes Mal im Let's Play hatten wir Super Mario All-Stars. Diesmal Super Mario World ist super, ist klasse, ist eigentlich nicht interessant. Aber wir spielen's. So, Super Mario All-Stars, Super Mario World. Hier ist es, das Superspiel. Und ich würde meinen, es kann losgehen. Wunderbar. Nintendo präsentiert Super Mario und seine Freunde. Okay. Warum leckt das jetzt so? Das sollte nicht so sein. Das da bin ich gar nicht mit einverstanden, dass das jetzt so leckt. Es könnte natürlich auch sein, dass das Ding einfach... Nee, das glaube ich nicht. Hier geht's auch wieder alles schief. Wenn man den Test macht, dann geht alles. Und wenn man dann wirklich spielt, dann geht wieder gar nichts. Das ist so schrecklich. Aber wir haben hier noch andere Spiele, wie zum Beispiel Minecraft. Dass ich mich jetzt an Minecraft versuche, ist auch wieder schrecklich. Und eigentlich kann ich Minecraft gar nicht. Hab ich zumindest das Gefühl. Warum? Keine Ahnung. Wartet doch mal, der hängt doch hier sich jetzt nicht auf. Das ist doch jetzt nicht die Wahrheit. Das ist doch jetzt nicht... Nein, ist es auch nicht. Es geht weiter.
Also für den nächsten Livestream nehme ich mir da mal ein bisschen größere Professionalität vor. Und wir schauen einfach mal, wie das jetzt mit Minecraft klappt. Ich habe da böse Vermutungen. Die hoffentlich jetzt nicht... Nö! Die werden nicht wahr. Klappt doch wunderbar. Naja, noch sind wir nicht im Spiel, also von daher muss ich erstmal noch die Fresse halten. Okay, ja. Ja, okay. Es läuft, schön. Schön, es läuft, das freut mich. Und ja, was seht ihr hier gerade? Das habe ich vor ein paar Tagen, glaube ich, erstellt. Ich versuche mir hier irgendwie eine Hütte zu machen. Ich bin aber, glaube ich, hier gar nicht... Ich blicke hier gar nicht mal durch. Ich glaube, hier an der Seite brauchte ich noch Holz. Aber ich war auf dem Weg, Schafe zu töten. Deswegen gehe ich da auch jetzt wieder hin, denn ich brauche Wolle. Und deswegen töte ich Schafe. Ich habe mir das einfach mal mit ein paar Fackeln hier markiert, um zu schauen, wo ich denn da eigentlich hin muss. Und von daher hoffe ich, dass ich die Fackeln auch richtig gesetzt habe, denn ich wurde dann von einem, ich weiß nicht, von so einem riesen Flashmob verfolgt, die mich dann doch töten wollten. Da dachte ich mir, Mensch, brauchst einfach ein paar Fackeln auf dem Rückweg ein. Und dann klappt das auch. So, das klappt jetzt eigentlich wunderbar, Minecraft. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wenn ein Spiel abkackt, dann kackt Minecraft ab. Wenn dann Minecraft. So, wir schauen mal. Okay, ja, hier sind die Schäfchen. Und jetzt verklappe ich euch mit einer Spitzhacke. Hast du gerade Gras abgebissen? Bist du blöd? Das Gras gehört der Natur, das ist nicht dein Eigentum. Das ist überhaupt nicht dein Eigentum. So, die Wolle ist aber jetzt mein Eigentum. Komm her, liebe Schaf. Ach, erstmal hau ich hier den Baum weg und dann dich. So, jetzt haben wir schon 2-3 Mal Wolle. Und weil da vorne noch ein paar Schafe sind, töte ich die auch. Ich meine, ich könnte sie auch züchten. Was eigentlich schlauer wäre, aber... Das kann ich ja für den nächsten Livestream mal vorbereiten, dass ich da eine Schafzucht hinbaue oder irgendwas. Und dann wollte ich hier unten noch abbauen. Jawohl. Plötzlich weiß nicht, wo geht's hier hin. Hab ich Fackeln mit? Ha! Natürlich habe ich wieder keine Fackeln mit. Das ist ziemlich blöd. Ziemlich blöd ist das. Und dann gehe ich erstmal den ganzen Weg zurück. Und schau mal, ob ich mir nicht eine Kiste mit Wolle baue oder anlege oder wie auch immer. Wartet mal, ich habe den Chat oder allgemein, ich habe das gerade nicht im Auge und das gefällt mir nicht. Gefällt mir schon besser. Mensch, Magical Delta, du schreibst ja gar nichts mehr, bist eingeschlafen, ne? Das ist eigentlich das Prinzip, was ich für meine Let's Plays machen wollte. Lass die Zuschauer einfach einpennen, da kriegst du genug Views. Aber für den Livestream habe ich mir das nicht vorgenommen. Lebst du noch? Bist du denn noch da, lieber Magical Delta? Schreib doch mal. Würde mich freuen. Würde mich ich würde mich übrigens auch mal über ein paar Vorschläge freuen, was man denn so im Livestream spielen kann. Also Team Fortress oder Blacklight Retribution und was gibt es noch? Worms hätte ich noch zur Auswahl. Worms, dann noch Left 4 Dead, Dead Island. Was gibt's denn noch für schöne Spiele, Mensch? Ihr müsst mir das so mal schreiben. Das ist immer so lächerlich. Man schreibt so viel und dann kommt eigentlich gar nicht zurück. Das ist immer... So, was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Das ist eine gute Frage. Also den Livestream kann ich, glaube ich, nach dem Motto benennen: Life is life. Ich wollte irgend... Nee, mir fällt wieder ein, was ich machen wollte. Müssen wir wieder raus. Ich bekloppter Hund. Jetzt habe ich gar kein Holz mit und will Holz hacken. Haha, bin ich witzig. Habe ich wenigstens eine Axt. Haha, bist du witzig. Hast nicht mal eine Axt und willst Holz hacken.
Ich hatte aber meine Axt. Wo ist sie hin? Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Wo ist meine Axt hin? Ganz ehrlich. Freunde, das ist nicht nett. Wer meine Axt hat, melde dich. Ich finde dich. Das war ja gestern auch was, ich glaube. Bei wem war's? Ich habe schon so oft dreimal Holz verkloppt. Warum kriege ich jetzt die Errungenschaft? Ach, ich mag Minecraft nicht mehr. Wo war ich stehen geblieben? Apropos geklaut. Ich weiß nicht, wer von euch das Video kennt, aber gestern hat Maniac Mind ein schönes Video hochgeladen, in dem er, ja, zur Hexenjagd aufruft, kann ich nicht sagen. So meinte es zumindest so inkognito, aber der Maniac Mind hat doch mal seine ganze Ausrüstung, was Kamera angeht, im Wert von mehreren tausend Euro auf dem Video der 2012 verloren. Die wurden einfach geklaut. Ja, und da hat er gedacht, mache ich ein Video und fordere alle dazu auf, den Dieb zu finden, den Dieb zu fangen, mir ihn auszuliefern. Und da gab es gestern wieder im Google Hangout so ein Guy in Livestream von Joe Incognito vom Videoamt. Der hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Wie kann man so eine Scheiße eigentlich machen, ne? Das ist ja... Der kann doch nicht sagen, hier, fangt den und... Das ist doch unmenschlich, Jungs. Maniac, du kannst ruhig sagen, dass sie dir die Kamera geklaut haben, aber ansonsten... Was gab's noch für schöne Themen? Ja, ich dachte eigentlich, das war ja das Prinzip, dass ich heute im Google Hangout mache. Da war ein Interview geplant. Ja, das kann ich mal erzählen. War ein Interview geplant mit dem lieben Deport. Mit den lieben Aidin von Deport. Jetzt erkläre ich ganz einfach mal, warum die ganze Sache dann abgeblasen wurde. Und zwar hat mir Google höchstpersönlich dazwischen gefunkt. Denn, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen kam das erste oder vor einer Woche kam diese Funktion mit dem Google Hangout. Was ist Google Hangout überhaupt? Nun, von Google Hangout könnt ihr Livestreams über euren YouTube-Kanal über Google Plus dann laufen lassen. Und das hatte ich eigentlich vor. Ging vor ein paar Tagen wunderbar. So, bis ich dann Aidin von Deport angeschrieben habe, dachte mir so, teste mal den Livestream. Du läufst und einfach, okay. Du lässt uns einfach einschlafen und raubst uns dann aus, oder? Mensch, das kannst du nicht so laut sagen hier. Das darf keiner wissen. Darf keiner mitkriegen. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Na, schönen Dank. Schönen Dank, Patrick Gatata. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Irgendwo beim Google Hangout war ich gerade. Genau. Ich habe Aidin von Deport angeschrieben, ob er dann da hinkommen will zum Google Hangout. Er hat sich meines... es war erstaunt, dass er sich zurückgemeldet hat. Ich hatte persönlich gar nicht damit gerechnet. So, das ist jetzt mal genug Holz. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass er überhaupt zurückschreibt, aber er sagt, okay, ich mach mit, das hört sich gut an. Lass uns das über Google Hangout gleich mal laufen lassen. Und dachte mir, okay, warst ja schon im Hangout drin, funktioniert ja alles. Dachte mir einen Tag davor, okay, teste mal an den Hangout, ob's geht. Und dann kam diese nette Meldung von Google. Es tut uns leid, aber zurzeit können leider nur Volljährige an den Hangout starten. Ja, und da dachte ich mir, schön, Google, danke, jetzt fühle ich mich richtig angepisst, ne? Ich habe den Aidin eingeladen, musste ihm dann leider schreiben, das wird nichts. Google Hangout leider jetzt nur für Volljährige. Und deswegen fällt das Interview heute mit Aidin von Deport leider aus. Themen wären gewesen der Video Day 2012 und dann noch die neuen YouTube Partner Features oder wie ihr das findet, dass jetzt Partner Features für Leute freigeschaltet werden, die ihre Videos monetarisieren. Wie ihr das finden würdet oder wie auch immer. Video Day 2012 brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wer es gesehen hat, es war einfach nur frustrierend. Diese ganzen Mediakraft-YouTuber, also Lord Abaddon, iBlali, White Titty und so weiter und so fort, wie sie nicht alle heißen,
wurden da einfach nur promoted, wurden in den Himmel gelobt und bla, und aber eigentlich nur Promotion für die gemacht und die anderen YouTuber waren so ein bisschen egal und naja, es war nicht das Schönste. Es war ein bisschen wie Kindergarten. Dum dum dum. Her damit. Brauche ich. So. War wie gesagt wie Kindergarten. Eigentlich war schlimmer. Kindergarten ist eigentlich was Schönes, ne? So, eine Werkbank. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt noch eine Werkbank mache. Ach doch. Doch. Ich weiß es wieder. Die baue ich mir jetzt nämlich da unten hin, bei der Höhle. Dann habe ich nämlich ja immer eine Werkbank stehen. Das macht sich dann besser, wenn ich in der Höhle bin. Ist einfach besser. So, ich sehe gerade bei Facebook irgendwas Neues. Wird aber höchstwahrscheinlich vom... Au! Das tat weh. Wird vom Let's Player Werbedingens sein. Das ist so eine... Ja, wo ist denn jetzt die Fackeln? Bin ich falsch lang gelaufen, ne? Das ist so eine Let's Player Werbeplattform auf Facebook und meiner Meinung nach ist es der größte Dreck. Es ist... Oh, guck, jetzt habe ich gar keine... Ach doch, ich habe hier Knochen mit. Hast mich lieb, ne? Hallo, kommt es mit? Hallo. Kommt er nun mit, oder... Kannst mitkommen? Oder magst mich nicht? Magst mich nicht, ne? Kenn ich. Jetzt wollte ich wieder irgendwas sagen. Ja, die Let's Player Werbeplattform auf Facebook ist eine einfach meiner Meinung nach der größte Dreck, weil, pass auf, ich erkläre euch das Prinzip. Die Werbeplattform an sich ist eine geile Sache, die Idee an sich. Wäre an sich, ach, er kommt mit, eine geile Sache, aber es geht wirklich nach dem Prinzip dort ab. Ich stelle zum Beispiel, man geht als Let's Player hin, stellt da einen Link von seinem neuesten Let's Play rein oder von Let's Play von sich und hofft, dass es dann jemand anguckt. So, das Problem bei der ganzen Sache ist aber, jeder macht das nach diesem Prinzip. Das heißt, jeder denkt sich, hier stelle ich rein, wird sich schon jemand angucken. Aber wenn sich das jeder denkt und jeder nach diesem Prinzip da was reinstellt, dann wird sich das auch im Prinzip auch keiner angucken und es bringt nichts und deswegen geht das, die Idee ist gut, aber ist halt scheiße umgesetzt worden. So, jetzt baue ich die Werkbank hier noch hin und dann ist die Stunde schon wieder vorbei. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, es war heute ein bisschen scheiße mit der Flüssigkeit, okay, jetzt wird es wieder pervers hier, aber... Es war halt ein bisschen blöd, dass es geleckt hat, aber wir schauen da mal, wie das im nächsten Livestream wird. Ich denke, das Problem werde ich weitergehend beseitigen, denn ich will hier keinen laggy Stream mehr haben. Ich sage erstmal ciao und verabschiede mich von... Wartet, wie viele Zuschauer war das jetzt? Von... Komm, geh auf! Wieso macht ihr das Ganze nicht einfach auf... Und... Was auf und jetzt nochmal? Was soll... Ich bin doch hier auf und... Ah ne, ich bin auf und 3D. Das ist wieder was. Ja, könnte ich auch machen. Aber ja, hier steht die Zahl jetzt. 3 Zuschauer. Ich weiß nicht, wer die 3 sind. Ich kann es mir denken. Magical Delta. Dann zähle ich, glaube ich, noch dazu. Und... Ich glaube, ich weiß schon, wer der andere ist, aber ich verabschiede mich erstmal dahingehend und sage tschüss. Das war der erste Laggy-Stream und ich verabschiede mich.